Und hallo, Sneff. Rede mit mir. Wie steht's? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Ach. Was kann ich denn für dich tun, Sneff? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Ja, hört sich doch gut an. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wo finde ich Fleischschwanzen? In der Lauffabrik habe ich ja überall. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Und wo finden wir die Höllenpilze? Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Und wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Okay. Gut. Wie geht's euch hier, Jungs? Ein Buddler, noch ein Buddler. Dann haben wir hier Fletcher. Hallo, Fletcher. Hey, du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag, weil ich gar nicht da bin. Und wo bist du dann? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Ja. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Okay. Wegen Neck. Wegen Neck? Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, wissen wir also nichts. Gut. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir, keine Sorge. Danke. Die können mir nichts sagen über Neck. Okay. Dann nicht. Kann ich da durchgehen, ohne dass was passiert? Tatsächlich. Buddler, willst du mir was sagen über Neck? Nein. Okay, wie wär's mit... Nein, der Schatten denke ich mal auch nicht. Kann ich da nicht... Okay, davon verstehen wir also noch nichts. Buddler, Schatten. Schatten. Geil. Hallo. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Sekte anschließen? Das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der 3 Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte.
Okay. Und was sind die Vorteile des alten Lagers? Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ja, was ist damit? Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, dann sie beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Gut, danke. Ich denke, ich habe genug über das also, alte Lager gehört. Mir gefällt's hier. Ja. Was ist das für die Hütte von uns? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach ist frei. Okay, danke. Ja, die Pforte ist noch lange. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Mit dem kleinen Vordach ist frei. Das wollte ich nicht. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Bitte, Mott, lass mich in Ruhe. Oh, da hat mir jemand einen Schinken da lassen. Hat mir auch jemand was in der Truhe lassen? Na, schade. Vielleicht in der Truhe? Auch nicht. Könnten wir was bunkern, aber da man eh so viel tragen kann, wie man will, ist egal. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles... Okay, Mott, wenn du noch einmal mich anplapperst und dann genau den gleichen Text nochmal sagst, dann bin ich wütend. Ah, das ist wieder der Fletcher. Da oben ist irgendwo ein Schmied, dann habe ich hier recht. Ja. Buddler, 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 Buddler. Uno. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Ja? Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Okay. Ich möchte Dinge für Schmieden kaufen. Nein, wir können es wahrscheinlich sowieso noch nichts davon leisten. Kann es sein, dass du in Bitlock läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Matt, bitte. Halt den Mund. Ist irgendwas? Sieht nicht danach aus. Buddler, Schatten. Buddler. Fletch ist überall. Schau mal, was es hier so gibt. Ist da nicht irgendwo der Fingers oder so? Schatten.
Ich höre nicht mehr auf dich. Ah, jetzt sind wir wieder darin. Da muss doch irgendwo der Finger sein. Kirgo. Karim. Geh zur Seite! Gohanis, was machst du hier? Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Was ist der Schläfer? Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Mit Sicherheit. Ich glaube kaum, dass ich daran was... Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Verlass dich auf jemanden, wenn du bist. Nein, danke. Kirgo? Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Okay. Komm schon, ich will vorbei. Ja, Entschuldigung. Karim. Ja, ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Nett. Geh zur Seite! Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Skadi! Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Ja. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Einhänder Stufe 1. Wir haben 50, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir haben. Betten wollen wir auch nicht. Schauen wir mal, wie viel Geld haben wir denn? Also Erz. 2, immer noch. Und Lernpunkte haben wir auch keine mehr. Also hat das eh alles keinen Sinn. Ich würde sagen, da es jetzt Nacht wird, gehen wir zu unserer Hütte zurück und legen uns aufs Ohr. Ah, fast schon. Da geht's hin. Nein. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Mit dem werde ich auch gleich in der Früh ein ernstes Wörtchen reden müssen. Den hält man ja nicht aus. So, dann mal hier hinein. Ins Bettchen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und du hast geschlafen und bist ausgeruht. Wo ist Matt? Matt ist nicht mehr hier, sehe ich das richtig? Wundervoll. Wundervoll. Er schwebt. So, jetzt speichern wir mal wieder. Schauen wir uns jetzt weiter in. Irgendwo müssen ja hier die Fleischwanzen sein. Ich denke hier. Oder auch nicht. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Oh. Idiotisch. Hallo?
halte mich da lieber raus. Der Dieter hieß... Oh, und jetzt kann ich nicht mehr. Ich dachte, das wäre schon... Ja, rechts wäre richtig gewesen, dann hätte ich wieder nach links müssen. Da draußen gibt es die Pilze. Oh, das ist der Mordrock, mit dem reden wir, glaube ich, später. Schauen wir uns hier noch um. Buddler, Buddler. Dexter. Hey du, ich hab Lamin zum Kraut und Trinken aus dem Sektenlager. Willst du was? Absolut idiotisch. Oh, und Platz. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. Verlass dich auf jemanden. Du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Und du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Ich halte mich da lieber. Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Oh ja. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Na. Ich glaube kaum, dass ich daran was... Ja, das klingt gut. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Atats Vorschuss. Ich höre nicht mehr. Jesus. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst ja dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Kann schon sein, aber mich interessiert das. Gut, vergessen wir die Sache. Na bitte. Nicht so schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Keine Panik. Der letzte Scheiß. Das Sektenlager weiß ich Gott sei Dank, wo es noch ist. Das müssen wir nicht fragen. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Nein, danke. Und was ist der rechte Weg? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Das werden wir nachher in Anspruch nehmen. Wenn wir dann versuchen... Hey, oh. Mann. Ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Sehr schön. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. 500 Erz, leichte Pudlerhosen. 250 Erz, eieieiei. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Können wir jetzt ein bisschen was verkaufen? So, den Becher werden wir mal verkaufen. Die brauchen wir nicht. Fackel lasse ich. Dafür kriege ich nichts, sehe ich das richtig? Dann werden wir das auch behalten. Viel.
Knüppel verkaufen, Spitzhacke verkaufen und das rostige Schwert verkaufen. 18 kriegen wir dafür. Wie viel ist das für 10? Nein, danke. Ich halte mich da lieber raus.